Das Eröffnungsstück trägt neben dem standardisierten Aufführungshinweis Allegretto moderato einen Hinweis mit Humor und ironisch, stellenweise grimmig erregt. Als Sujet des Stücks kann man sich leicht einen stilisierten Polka vorstellen. Bei der Recherche bin ich auf was Interessantes gestoßen, nämlich angeblich wurde Suk von Kritikern vorgeworfen, er könne keine ordentliche Polka schreiben. Als Reaktion hätte er dann hier ironisch gemeint: Ha, da habt ihr eine Polka. Wenn man will, so ist im Laufe des Stückes der Grad des Humors oder der Ironie, ja sogar Grimmigkeit, sehr variabel. Das Eröffnungsstück ist eins der wenigen in dieser Sammlung, wo ein festhaltbares Thema zum Grunde dient. Wie das Thema dann behandelt wird, da stellt man sich verschiedene Stimmungen vor, Launen, die wie Gedanken sich einander folgen. Dadurch kommen wir meiner Meinung nach schon zu einem zentralen Aspekt von dem Kompositionsstil von Suk, von seiner Formgebung, genauer gesagt. Es werden Gedankens- und Gefühlsprozesse durch die Musik sichtbar gemacht. Ähnliches können wir uns vorstellen, wenn wir genau beobachten, was in unserem eigenen Kopf vorgeht. Daher ist es auch schlüssig, dass sich der Komponist die Aufgabe gestellt hat, einen zeitgemäßen Stil im Zeitalter von Fin de siècle zu entwickeln. Der Stil in allen Künsten ums Jahrhundertwende 1800, 1900 ist ja geprägt von Sachen wie Symbolismus, das Ich, das Subjektive, was in dem Individuum vor sich geht.